Hallo und herzlich willkommen zurück zur 27. Ausgabe jetzt schon dieses Jedi Toguta Schatten, Toguta Schatten, Jedi, wie auch immer, Let's Plays. Und ja, wir haben letztes Mal hier quasi Kapitel 1 beendet. Wir haben uns hier gerade die Kapitel 1 Belohnung abgeholt, sollen jetzt zurückgehen, beziehungsweise sollen erstmal das Holoterminal unseres Schiffes benutzen. Das werden wir auch gleich tun, um dann Kapitel 2 zu starten. Ich bin auch schon gespannt, worum es da ging. Ich habe es nicht mehr im Kopf, ist schon lange her, dass ich damals meinen Gelehrten gelevelt habe. Aber vorher müssen wir auf jeden Fall nochmal unser Inventar leeren, weil das ist ja ziemlich voll. Dieser ganze alte Krempel kann alles weg. Hier haben wir noch einen erheblichen Erfahrungsschub. Achso, das sind dreistündiger, okay. Die packen wir auch mal weg, die brauchen wir auch nicht. So, und jetzt haben wir hier... Okay, noch eine Missionsentdeckung, Schatzsuche. Ja, können wir eventuell mal irgendwann... Wobei, eigentlich können wir sie nicht... Ja, weiß nicht, ich behalte sie erstmal. Eigentlich kann ich sie nicht gebrauchen, weil ich eh keinen Beruf mit ihr hier erlernen werde in naher Zukunft. Genauso hier wie das Polyplast eigentlich auch nicht Not tut. Aber ist egal, so viel Platz brauchen wir eh nicht im Inventar, von daher behalten wir das erstmal. Aber wir haben ja auch Level 34 gemacht letztes Mal und ich sehe gerade, dass wir hier noch beim Lehrer was holen können. Ah, eine neue Machtwelle. Jo. Immerhin. Okay. Gut, so, und da wir jetzt das Holoterminal unseres Schiffes benutzen sollen, machen wir uns mal auf den Weg dahin. Ah, oh, nicht festhängen. Also einmal hoch. Das ist zwar das Terminal des Jedi-Ritters, aber sei es drum, fahren wir halt oben noch einmal im Kreis. Ich glaube, wir liegen ja eh immer gegenüber voneinander, ne? Ja. Genau. So, und dann ab auf unseren Frachter. Wobei, es ist kein Frachter, ne? Es ist ein... Wie heißt das Ding denn? Es ist irgendwie so eine Korvette oder sowas, ne? Was war das denn? Das sah auch interessant aus. Ich weiß gar nicht, wie das Jedi-Schiff heißt. Das wusste ich mal. Es gibt auch irgendwie diesen XSJ-whatever-Frachter, aber das ist, glaube ich, das Schiff von dem... vom Kopfgeldjäger. Sei es drum. Ist auf jeden Fall ein schickes Schiff. Sieht's schön hier mit so ein paar Statuen hier in der Ecke. Auf jeden Fall eins der Schiffe, die ich am liebsten mag. Davor kommt eigentlich nur noch das Schiff vom Agenten, habe ich glaube ich schon mal erzählt. So, und jetzt Kontakt geben wir mal den Hohen Rat. Von eurem erstaunlichen Erfolg ist euch vorausgeeilt. Gut gemacht. Aber die Ereignisse schreiten schneller voran als erwartet. Der Rat beruft eine Notkonferenz mit dem obersten Kanzler ein. Ihr müsst dort erscheinen. Ja, worum geht es? Fragen wir mal. Hat das Imperium zurückgeschlagen? Noch nicht. In der Konferenz geht es um die Zukunft der Republik. Vielleicht wird sogar darüber entschieden. Die Konferenz wird in einem Tempel auf Typhon abgehalten. Kommt, sobald ihr könnt. Es gibt da noch eine Sache, über die ich mit euch persönlich sprechen möchte. Sie müssen reden? Glaubt mir, Jedi, diesen Worten folgt nie etwas Gutes. Das dachte ich aber auch gerade. Sie haben jedenfalls mein Interesse geweckt. Ja, nur vorhin, diese Erdämmung. Rock your good legs, Knass. Ich hoffe nicht. Aber wenn solch illustre Persönlichkeiten unsere Anwesenheit fordern, sollten wir sie wohl nicht warten lassen. Der oberste Kanzler? Das ist so aufregend! Und keine Zeit mehr, meine Frisur neu zu konfigurieren. Ja, okay. Dann benutzen wir die Schnellreise, denn die haben wir ja noch, um direkt nach Typhon zu reisen. Bin ja mal gespannt, was der Sio mit uns persönlich besprechen möchte. Aber solche persönlichen Gespräche... Die sind oft nicht vorteilhaft für uns. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht wieder auf der Raumstation landen, sondern vielleicht direkt unten auf dem Planeten, wenn wir schon hier so ein Teleportationsding... Ja, wunderbar. Okay, also wir sollen es da unten irgendwie direkt in der Mitte sammeln.
Es ist unten, ne? Ja, es ist nicht oben. Chitter? Triff dich mit dem Rad. Achso. Ja doch, das ist oben. Wir sind ja oben angekommen. Aber haben die nicht eben gesagt, der findet in einem Tempel auf Typhon statt? Das ist ja der Tempel hier, der Haupttempel quasi. Aber gut. Ah, willkommen. Oberster Kanzler erlaubt mir, euch den einzig lebenden Barsentor des Jedi-Ordens vorzustellen. Der Rat hat mir von euren Heldentaten berichtet. Bemerkenswert. Vielleicht seid ihr genau die Person, ich brauche. Bevor ich in irgendetwas einwillige, würde ich gerne wissen, worum es geht. Ihr wisst vielleicht nicht, dass das Imperium nicht unsere einzige Sorge ist. Die Republik selbst steht am Rande des Zusammenbruchs. Auf vielen Welten in der Galaxis ist die Rede von Abspaltung. Sogar von einer offenen Rebellion gegen die Republik. Ist ja allerhand. Dann bestraft sie. Ja, machen wir. Wenn diese Welten rebellieren, sollten sie die Konsequenzen tragen. Sie haben Angst vor dem Imperium. Dafür werde ich sie nicht bestrafen. Eine kleine Gruppe mächtiger Planeten und Individuen hat sich hervorgetan. Sie nennen sich selbst die Splitterallianz. Diese Splitterallianz behauptet, jeglichen Glauben an die Republik verloren zu haben. Die Welten drohen damit, alle Verbindungen zu kappen. Dauerhaft. Aber die Republik ist stark geschwächt. Die Splitterallianz kontrolliert wichtige Ressourcen, Armeen, Handelszentren. Wenn sie uns verlassen, stirbt die Republik. Diese Splitterallianz muss begreifen, dass sie Milliarden von Leben aufs Spiel setzt. Ich möchte einen Jedi zu meinem Stellvertreter gegenüber der Splitterallianz ernennen, damit sie erkennt, dass die Republik ihren Groll ernst nimmt. Dieser Jedi wird den Auftrag erhalten, jegliche Probleme zu lösen, die die Splitterallianz möglicherweise hat, um damit ihren Glauben an die Stärke der Republik wiederherzustellen. Als ich den Rat um Vorschläge für potenzielle Kandidaten bat, fiel euer Name zuerst. Ja, warum denn wohl? Weil die keine Lust haben, hier den Handlanger von irgendwelchen komischen Separatisten zu spielen, ne? Hab ich eigentlich auch nicht. Aber kann ich mich nicht gegen wehren. Was kann ich sagen? Okay, qualifiziert, was genau soll ich tun? Sie werden nicht auf mich hören. Naja, ich werde schon dafür sorgen, dass sie auf mich hören. Von daher, was soll ich tun? Welche Art von Problem soll ich lösen? Was auch immer die Allianz braucht, zeigt ihnen, wie wertvoll die Republik für sie ist. Was uns zu einer anderen Angelegenheit bringt. Eine solche Aufgabe würden wir natürlich niemand Geringerem als einem Jedi-Meister anvertrauen. Aber durch eure Stärke und euren Mut habt ihr euch schon lange als würdig erwiesen. Na, dann ist ja gut. Machen wir endlich oder natürlich? Natürlich, endlich ist vielleicht ein bisschen zu böse. Wie könnte ich eine solche Ehre ausschlagen? Kniet nieder. Der oberste Kanzler wird Zeuge sein. Wir sind eine Stimme, ein Orden, verbunden durch die Macht. Durch ihre Taten hat dieser Jedi sich als würdig erwiesen. Vor dem Orden und der Macht selbst. Wir ernennen euch zum Jedi-Meister. Schützt und lenkt die Republik, so wie die Macht euch lenkt. Erhebt euch und möge die Macht mit euch sein. Glückwunsch. Es freut mich, euch unter den Meistern begrüßen zu dürfen. Jetzt gibt es kein Halten. Vielleicht kann ich jetzt endlich nach Größe streben. Gut gesagt, Jedi. Und gut gemacht. Ich konnte mehrere Würdenträger der Splitterallianz zu einem Besuch auf einem republikanischen Flaggschiff überreden. Der Fortitude. Vereinbart ein Treffen mit der Fortitude und sprecht mit ihnen. Schnell! Ihr seid jetzt meine größte Hoffnung darauf, dass die Republik intakt bleibt. Ich sorge dafür, dass sich diese Splitterallianz schon sehr bald wieder eingliedert. Tut, was auch immer nötig ist, aber denkt daran.
dass wir auf ihr Wohlwollen angewiesen sind. Und danke. Vielleicht besteht für die Zukunft der Republik doch noch Hoffnung. Ja, cool. Also sind wir jetzt tatsächlich Jedi-Meister. Schön. War es das eigentlich alles? Wollte er nicht noch irgendwie mit uns persönlich sprechen? Aber wahrscheinlich war diese persönliche Angelegenheit, dass wir zum Jedi-Meister ernannt werden. Schön. So, jetzt sollen wir zur Fortitude reisen. Wir müssen ja eigentlich hier von der Transitfähre direkt auch zu unserem Schiff kommen. Dann müssen wir diesmal eigentlich nicht über die Festung gehen. Versuchen wir das mal. Ich meine, man konnte ja da jetzt auswählen, dass man direkt aufs Schiff will und nicht erst auf die Raumstation da. Wird der Togruta hier rumlaufen? Togruta, hier ist auch ein Togruta. Spannend. Genau, dein Schiff. Da wollen wir hin. Und wollen uns dann nochmal auf den Weg machen zur Fortitude und mal gucken, was die Splitterallianz Anführer, die sich da so rumtreiben, sozusagen haben. Mal sehen, ob die sich relativ schnell zur Vernunft bringen lassen. Ich nehme an, dass die sich tatsächlich zeitlich gesehen, wenn wir das Ganze mit Kapitel 1 vergleichen, relativ schnell zur Vernunft bringen lassen werden, denn wir sind hier jetzt schon Stufe 34. Die Story wird ja so ungefähr auf 50 enden. Ja, das heißt, so viele Level bleiben ja nicht übrig und es kommt ja noch ein Kapitel danach, ne? Es sind ja 3 Kapitel. Von daher schauen wir mal, wie lange sich das zweite Kapitel zieht. Ach, Holoterminal sollen wir noch benutzen vorher. Hallo? Ich bin der Jedi, der entsendet wurde? Ich kann nicht lauter sprechen. Jemand könnte mich hören. Ich bin Nadia Grell. Mein Vater und die anderen Senatoren, wir wurden alle vom Kanzler eingeladen. Dann wurde das Schiff angegriffen. Eingenommen. Von Leuten, die sich Sith nannten. Das ist natürlich schlecht. Habt ihr eine Ahnung, was die Sith vorhaben? Ich weiß es nicht. Aber ich habe gesehen, wie sie an den Maschinen rumgefingert haben. Der, der das Sagen hat, heißt Arax. Er hat erst die Besatzung abgeschlachtet. Und dann ließ er alle Senatoren auf die Brücke holen und hat sie abgeriegelt. Mein Vater ist da drin. Aber ich kann nicht zu ihm. Ich habe mich versteckt. Wenn ich sie erreiche, kann ich die Senatoren schützen und euren Vater. Auf einem der unteren Decks gibt es ein Schaltpult, das die Brücke öffnen kann. Hier. Ich sende euch den Standort. Bitte helft uns. Wenn sie etwas mit den Maschinen anstellen, ist vielleicht nicht mehr viel Zeit. Ja, okay, das hat sich ja jetzt wieder ganz schnell gewendet, das Blatt. Also, direkt mal von den Sith eingenommen, das Schiff. Super. Wobei man dann natürlich jetzt auch wieder die Sith kritisieren kann, wenn sie nicht so ein ankommendes Jedi-Raumschiff bemerken, ne? Hätte man ja auch direkt mal abschießen können, vielleicht. Wäre ich als Kommandant der Menschen, die da das eingenommen haben und dafür gerade zuständig sind, nicht so gut gelaunt, wenn ich das erfahren würde danach. Aber vielleicht ist das ja auch nur eine Falle, um mich auch noch Leben zu erwischen. Oder ähnliches. Wer weiß. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, denn hier ist ja nichts zu sehen, ne? Oh, wobei? Was machen die? Haben die mich gesehen? Nein. Haben sie nicht. Schön. Na, komm ich hier nicht. Was ist denn das? Warum kann ich denn hier nicht drüber springen? Ich muss doch hier durch, oder nicht? Ah. Komisch. So, ja, die lassen wir da mal sitzen. Die interessieren uns jetzt erstmal nicht. Das Schiff sieht nett aus, wie das hier drinnen parkt. Ah, hier müssten wir auch dran vorbeikommen. Perfekt. Ja, wenn wir jetzt kein Schatten wären, sondern ein Gelehrter, dann hätten wir hier sehr, sehr viel zu tun. Und das Ganze würde noch länger dauern. Ah, hier geht's ja gar nicht rein. Aha, da ist die Konsole, die wir brauchen. Ja, ich möchte die Gruppe lieber mitmachen, nicht, dass wir die noch adden und dann ist doof. G-
Genau, das ging ja doch relativ schnell. So, dann nehmen wir noch die mit dem Sith-Vollstrecker. Den nehmen wir einfach direkt mal raus aus dem Kampf. Und machen erstmal den anderen beiden weg. Die Arbeit kommt wohl vor dem Fall. Okay, und dann ihn. Okay. Achtung, unzulässige Sperrung des Navigationscomputers. Die Notfallsysteme wurden deaktiviert. Kollision mit der Oberfläche von Deralia steht unmittelbar bevor. Empfehle sofortigen Kurswechsel, um Verluste zu vermeiden. Na wunderbar. Mein Genie wird ausgelöscht dank der tölpelhaften Sabotage eines imperialen Knechts. Also, das Ding steuert direkt auf den Planeten zu. Oh, ist die Frage, ob das gewollt ist oder nicht, ne? Vielleicht wollen ja auch die Sith gerne, dass das Ding auf der Planetenoberfläche zerschellt, wer weiß. Da sehen wir so schon. Gut, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall hier die Brücke mal säubern. Die andere Seite nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Nicht, dass wir hier noch irgendwie gegen den Kommandanten gleich kämpfen müssen und der kriegt uns hier durch den Raum oder ähnliches. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Aber den nehmen wir auf jeden Fall nochmal vorher raus. Und machen die einzeln weg. Jawohl. Kurz ein bisschen Energie hier oder Macht ist es ja. Und weiter geht's. Jawohl. So, dann konfrontieren wir doch mal die beiden. Oder die drei. Von ihm. Ich warne euch. Ich lasse nicht zu, dass ihr ihn verletzt. Nadja, nicht! Ihr erschießt euch am Ende noch selbst, Mädchen. Runter damit, oder euer Vater und der Jedi hier werden sehr, sehr langsam sterben. War nicht eben noch die Rede davon, dass es mehrere Senatoren sind, die auf der Brücke gefangen worden sind? Hm, komisch. Aber wir lassen uns ja hier nicht einschüchtern von irgendeinem, von irgendeinem einfachen Sith, ne? Euer Angriff ist fehlgeschlagen. Nun erwartet die gerechte Strafe für eure Tat. Ich sehe keinen Fehlschlag. Meine Mission ist so gut wie abgeschlossen. Eure Botschafter werden sterben und dieses Schiff wird zerstört. Erbärmlich, als ob man blinde Nexu-Welpen schlachten würde. Aber Lord Kyros verlangt, dass eure Splitterallianz leidet und fällt. Lord Kyros. Wer auch immer Kyros ist, er hat euch auf eure letzte Mission geschickt. Mein Lord könnte das Mädchen als ansprechende Kriegsbeute ansehen, sobald sie unschädlich gemacht ist. Aber die anderen müssen sterben. Es ist mein Befehl. Und ihr, Jedi, steht mir im Weg. Na gut. Okay, das werden wir auf jeden Fall mal abbrechen. Oh, guckt er mich, das ist nicht nett. Schön, wenn er doch gelungen ist, dass er auch so Schaden nimmt. Da muss ich nicht unbedingt dran stehen. Und zack. Ja, kein Ding. Schön. Was ist das für eine Hose? Mittelschwer. Ja, stärker brauchen wir nicht. Nadja, wie kannst du nur? Was dachtest du dir denn? Er hätte dich umbringen können. Es tut mir leid, Vater. Ich konnte mich doch nicht einfach verstecken, als du in Gefahr warst. Bezaubernd. Ah, oh, das ist der Rest. Oh, wir sprechen uns noch, Nadja.
Der Planet sieht gefährlich nah aus. Und ich habe gesehen, wie der Sith den Navigationscomputer sperrte. Gibt es eine Möglichkeit, die Befehle des Sith irgendwie zu umgehen oder die Triebwerke abzuschalten? Die Crew wusste wie. Aber der Sith, sie sind alle tot. Dieser Sith hat auch die Lebenserhaltungs- und Feuerkontrollsysteme zerstört. Ihr habt also hoffentlich ein Schiff, auf das ihr uns evakuieren könnt. Bitte, ich will nicht sterben! Still, Lesus. Jedi, würde es funktionieren, eines der Triebwerke zu überladen, um den Kurs zu wechseln? Wir würden so vielleicht Iralias Mond treffen. Aber es wäre noch Zeit zu fliehen. Gerade noch. Ja. Okay, also jetzt natürlich die Abwägung, ist der Mond bewohnt oder nicht? Der Planet würde dadurch gerettet werden? Okay, ich gucken wir mal. Nicht das Leben Unschuldiger riskieren. Nein, nein, der Mond ist völlig unbelebt. Sonst hätte ich das nie vorgeschlagen. Warte, dann machen wir das. Das können wir nicht tun. Wenn wir das Schiff auf diesen Mond lenken, dann... Also, du komisches Fischding, lass das mal bleiben. Ich kann ruhig ausreden. Ich will hören, was sie zu sagen hat. Weiter, Nadja. Wenn die Fortitude auf Deralias Mond einschlägt, verändert das die Gezeiten des Planeten. Ganze Städte könnten überflutet werden. Aber die Schubdüsen der Fortitude funktionieren noch. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir das Schiff vielleicht in den Orbit lenken. Ihr müsstet sofort alle zu den Steuerkonsolen bringen. Aber so können wir Deralia und den Mond retten. Und das Schiff könnte geborgen werden. Das klingt doch perfekt. Kann man die Schubdüsen nicht von hier aus steuern? Wir müssen sie manuell steuern. Die Konsolen sind auf dem ganzen Schiff verteilt. Ich zeige sie euch. Also was, Jedi? Die Zeit ist knapp. Entweder wir lenken das Schiff um oder ihr müsst es auf dem Mond aufschlagen lassen. Na, dann machen wir das doch. Das Schiff zu lenken, das finde ich eine gute Idee. Jeder hier besetzt eine der Schubdüsen und dann bringen wir die Fortitude in Sicherheit. Ich bleibe hier und gebe Anweisungen. Einen Planeten verfehlen kann sogar ich. Schon gut, Duin. Alle Mann, bleibt bei dem Jedi, bis ihr eine Konsole gefunden habt. Schnell! Ja, okay. Also geht's los. Wir suchen Schubdüsen. Und gucken mal, was wir hier machen können. Jetzt sind sie... Wo sind sie denn hin? Sind sie alle weg? Komisch. Naja, wir finden mal heraus, wo sie hin sind, aber das dann erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.